Ja, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Moin. Grüß dich. Heute zeige ich euch mal unseren Fahrzeugbestand, was wir im Moment in Corona-Zeiten so da haben. Und dann, ich fange einfach mal an, ich gehe einfach mal durch. Wir haben im Moment Dodge Ram 1500, Dodge Grand Caravan, GT. Die sind im Moment auch relativ begehrt, muss man sagen. Da ist eine ganz hohe Nachfrage nach. Die kommen aber laufend eigentlich immer wieder rein. Im Moment ist alles nur Corona-bedingt etwas verlangsamt. Dann haben wir hier den Ford Thunderbird. Das ist jetzt die 50-Jahres-Version oder 50th Anniversary. Das ist ein Sondermodell. Wir haben etwas weiter hinten noch einen anderen schwarzen stehen. Beides ganz saubere, ganz gepflegte Autos. Im Moment haben wir relativ viele Hingucker, die man gar nicht so oft sieht. Das ist der Chevy SSR. Ich nenne das Auto immer eine eierlegende Wollmilchsau, weil das eigentlich alles kann. Also das ist ein Cabrio, es ist ein Pickup, es ist ein V8. Das ist der kleine Motor mit 5,3 Litern Hubraum. Der hat noch eine komplette Alukarosse. Die Haube ist brutal schwer, die kriegt man gar nicht mit einer Hand auf. Wurde auch nur ein paar Jahre gebaut, weil er nie so wirklich gut verkauft wurde, wie man sich das damals vorgestellt hat. Dann haben wir Ford Mustang Coupé V6. Mehrere V6 haben wir. Da vorne der weiße, weiß, ob man den sehen kann, ist ein 2019er Camaro V6 Cabrio. Dann haben wir noch einen Challenger SXT, also Challenger 6-Zylinder, 3,6 Liter Motor. Das ist ein 2020er Modell. Der hat noch die Haube, die früher, hier mit den Beinschlitzen, die Haube, die früher auch der RT hatte. Der RT, der steht direkt dahinter, hat jetzt eine etwas andere Haube gekriegt, und zwar die große SRT-Haube. Das ist der Challenger V8, der hier. Aber wir haben noch ein Camaro 2 SS Cabrio. Und zwar das ganz neue Modell. Der hat nämlich A das andere Heck und B hat der auch die andere Front. Oder die neue Front. Mit dem geänderten Grill. Und Unterschied, die amerikanischen Modelle haben das Chevy-Logo vorne eingelassen in der Stoßstange. Das heißt, ich kann da reingreifen. Wo wir die Kennzeichen befestigen, müssen wir uns dann ehrlich gesagt noch überlegen. Aber auch das kriegen wir hin. Dann gehen wir mal weiter. So. Challenger 8-Zylinder. 2020er Baujahr. Natürlich immer unfallfrei bei uns alles mit sauberer Carfax-Historie. Der hat jetzt, was ich gerade gesagt hatte, der hat die andere Haube. Man sieht das hier. Der hat jetzt schon den großen Lüftungsschlitz mittig und unten diese schöne Lippe unten dran, die eigentlich vorher nur die SRT-Modelle dran hatten. Das haben sie jetzt bei dem RT serienmäßig ab 2020 schon gemacht. Dann haben wir noch den Ford Expedition. Der Ford Expedition ist im Endeffekt nochmal der größere Bruder vom Explorer. Also das, ja, größentechnisch Maximum, was es bei Ford so gibt. Das ist aber noch die kurze Version. Das erkennt man daran, weil der noch ein kurzes Heckteil hat. Es gibt den nochmal in der Langversion. Dann ist das Auto ab der Hinterachse nochmal ein ganzes Stück länger. Also das ist schon ein Riesending. Muss man sagen. 7 Sitzer, also hat man schon auch mit 7 Personen wirklich gut Platz drin. Dann haben wir noch den Chrysler Pacifica, der ist aber allerdings verkauft, der wird gleich abgeholt. Das ist der Limited aus, ich glaube, 2018. Muss ich lügen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Der Limited natürlich immer schön mit dem Glasdach oben und einigen netten Ausstellungsmerkmalen. Der hat jetzt noch Winterreifen gekriegt, hier unten sehen wir die. Und dann haben wir hier noch einen Ford Mustang Cabrio, auch wenn man es jetzt gar nicht als Cabrio erkennen kann, weil alles schwarz und alles voll Tau ist.
Cabrio EcoBoost, aber mit Automatikgetriebe. Die meisten, die es gibt als deutsche Modelle, gibt es als Schaltwagen und wir haben die aber mit Automatikgetriebe da. Und dann kommen wir auch schon zum Ende. Hier ist der zweite T-Bird, den ich gerade schon angekündigt habe. Das ist kein 50 Jahre Modell, das ist ein normaler. Ist trotzdem auch ein ganz sauberes, ganz schickes Auto. Und zu guter Letzt Corvette C7 Cabrio vom Allerfeinsten. 6,2 Liter V8, Automatikgetriebe, geile Sitze drin, der hat so Competition-Sitze. Die sehen wirklich geil aus und sind auch gar nicht mal so weit verbreitet und häufig vertreten. Also wie ihr seht, wir haben im Moment zwar etwas weniger da als sonst, Corona-bedingt, aber wir arbeiten daran, dass wir neue Autos und weitere Autos immer reinkriegen. Wir kriegen Pacificas noch rein, die sind auch im Schiff im Moment, die kommen bald. Wir hoffen, dass die so in 14 Tagen bis 3 Wochen bei uns sind und dann, sobald die da sind, gehen auch wieder online. Das war ein kurzer Zwischenstand von unserem aktuellen Fahrzeugbestand, was wir so anbieten, aber ihr findet auch alles online auf unserer Homepage www.americancars.de. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und geht durch diese schwierige Corona-Zeit immer schön ordentlich. Macht's gut!